herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Show eines puren Knallertitels. Crazy Train von 1983 und da warten wir auch gar nicht auf die Demonstration. Nein, da gehen wir sofort ins Volle. Ja, und da ist der verrückte Zug mit einer unglaublich tollen Sprite-Animation. Ihr könnt den Zug selber nicht bewegen, sondern nur die Felder hier. Und müsst natürlich diese, ja, sind es Personen, sind es Bahngleise. Ich glaube, das weiß weder Herr Medorn noch Herr Grube, was das darstellen soll. Ach, man kann auch den Zug direkt bewegen. Aha, okay. Ich habe den Kreisverkehr erfunden. Ja, das bringt uns, glaube ich, nicht wirklich nach vorne. Achso, das geht auch noch auf Zeit. Okay. Na ja, gut, nicht ganz so pfiffig. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo, hallo, hallo? Ach, jetzt wird's Nacht. Oh, das hat einen Tag-Nacht-Wechsel. Ja, das macht das grafisch jetzt auch nicht unwesentlich besser, ne? Okay, der ist nicht gut. Nee, den brauche ich erstmal da. Ach, da gibt's noch einen weiteren Zug. Schlafen die denn beim Stellwerk? Unglaublich. Okay, der bringt uns gar nicht weiter. Wo kommen wir dahin? Da kommen wir schon mal dahin. So. Ach, die unterschiedlichen Farben basieren wahrscheinlich darauf, dass das unterschiedliche Gleise sind. Wir spielen ein bisschen Märklin H0 für Profis, so ungefähr. Die X'e sollen wahrscheinlich so irgendwelche Prellböcke oder sonstiges darstellen, wo man natürlich dann sofort direkt tot ist. So, haben wir damit Stage 1 überwältigt? Unglaublich. Und dann geht's da lang. Heute würden vielleicht Leute sagen, das ist ungefähr so technisch auf dem Niveau wie manche Flash-Spiele oder Spiele fürs iPad oder iPhone. Und wahrscheinlich sind die sogar technisch besser. Warte mal, kann ich den da irgendwo abholen? Ne, kann ich nicht, ne? Dann kann ich nochmal dann da machen, dann fährt er da lang. Genau, dann fährt er da hoch. Aber das schafft er nicht bis 70. Was passiert denn, wenn die Zeit abgelaufen ist? Ach, dann startet der schwarze Zug. Aha, dann startet der Zug des Todes. Na, guck mal einer an. Und dann wird's komplett dunkel. So, jetzt sind wir dem ausgewichen. Haha, tricky, ne? Das heißt, dann kommt der nächste Zug, oder was? Wo, was machen die denn eigentlich beim Stellwerk? Schlafen? So, da kommen wir da runter. Das geht auf Kollision, das ist nicht gut. So, haha, das heißt, wir können auch selber austricksen. Das war dumm. Aber das knapp. Wieder hat mich erwischt. Das ist ja hier. So, dann geht's da nach unten. Dann gehen wir da weiter. Den bringt uns gar nichts. So, das sieht doch gut aus. So, dann haben wir auch dieses Level geschafft. Also das ist ein reines kleines Puzzle-Game. Ist ganz nett. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das... Ich hab das tatsächlich als Modul, wirklich ohne Witz. Warum ich mir das damals irgendwie wirklich gekauft habe. Das fragt mich mal. Das ist eine berechtigte Frage. Grafisch seht ihr selber, ist das Ding jetzt nicht so interessant. Als Puzzler jetzt auch nie so unbedingt mein damals zu Kinderzeiten präferiertes Lieblingsgenre. Ich glaube, oh, habe schon wieder einen Kreisverkehr gebaut. Ha, 10 Gründe, warum ich nie irgendwelche Straßen planen sollte. So, wir lassen ihn einmal da wunderschön. Ach, da jetzt den, da kommen wir sowieso nicht schnell genug hin. Ja, dann kommt wieder der schwarze Zug. Könnte so eine Fortsetzung eines Harry Potter Buchs sein, ne? Harry und der schwarze Zug. Noch ahnte niemand in Hogwarts, was gleich passieren würde. Denn wenn die Leute es auch ahnen würden, würden sie auch was dagegen tun. Oh, ein neues Gleis. Das ist nicht gut. Kann ich den drehen? Warte mal, ich kann den selber so drehen, ne? Haha. Toll, da kommt der nächste Zug. So, du gehst mal eben runter. Dann kann ich nämlich mal eben die Gleise verändern. Das ist nicht das Gleis, was wir brauchen. Da geht es da runter. Der dreht dann einmal und geht dann dahin. Und das ist aber auch nicht gut. So, fahr du mal weiter. Kümmern wir uns mal um die
schwarzen Züge gar nicht. Konzentrieren wir uns mal nur um, was es gibt. Ne? Kommen wir dahin? Na, das ist gar nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das war dumm. Oh, das war's schon. Wie spannend. Ja, also das ist Crazy Train für den MSX von 1983. Eine Sony-Produktion. Auch wieder, wie man sieht, Copyright Konami. Das kam auch für wahrscheinlich für die Hitbit-Generation drauf. Das waren wie schon gesagt diese Sony MSX-Rechner. Ja, ich sage immer so schön, das sind diese Spiele, die wohl auch zu Recht keiner kennt. Ja, nettes Puzzle-Game. Ist vielleicht auf dem Niveau des Flash-Spiels. Ihr seht auch selber, grafisch ist das nicht so wirklich interessant. Ich weiß auch gar nicht, was so ein Titel für unter Sammlern bringt. Die wahrscheinlich kennen die selber nicht. Ja, habt ihr mal gesehen. Ist okay vom Gameplay, von der Idee, aber von der Ausführung, von der Machart und von der Präsentation nicht unbedingt ein Uncharted 3. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir gucken uns mal diese lustige Demo und mal gucken, ob der das besser macht. Na du, dämliche KI, zeig mir mal, dass die dämliche KI besser ist als die menschliche KI. Das ist sie nicht. Das wissen wir seit System Shock. Okay, vielleicht jetzt nicht bestes Beispiel, aber... So, wo fährt er denn jetzt hin? Andretana? Ja. Toll gemacht. Tolle Demonstration. So macht man es genau nicht. Gut, das habt ihr jetzt gesehen. Das war Crazy Train 83 MSX. Mittelmäßiges Spiel. Braucht man nicht in seiner Sammlung. Ich hab's trotzdem. Sehen wir uns beim nächsten Mal bei vielleicht einem besseren Titel. Tschö, tschö.